Marcel hier von Modern Music und willkommen zum ersten Teil von Blinding Lights von The Weeknd. Wenn du Bock hast, Klavier zu lernen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Im heutigen Teil 1 geht es um das Intro, die Strophe und den Pre-Chorus. Die Noten findest du wie immer zum Download unter dem Video zum Verfolgen und zum Mitspielen. Bevor wir in die Erarbeitung des Intros gehen, spiele ich dir das Ganze einmal vor. Soweit, lass uns direkt mit der linken Hand beginnen. Und zwar benötigst du einen F-Moll-Akkord. Und zwar mit deinem F, As und C mit deinem vierten, zweiten und ersten Finger gespielt. Ja? Das ist das F-Moll. Danach rutschst du runter auf ein C-Moll. Ja, da spielst du ein S, ein G und ein C mit deinem vierten, zweiten und ersten Finger. Danach geht es weiter in Takt 5 auf ein S-Dur. Da ziehst du einfach deinen Daumen ran auf das B hier und dann hast du ein S, ein G und ein B. Natürlich auch mit dem vierten, zweiten und dem ersten Finger. Und zu guter Letzt dann ein B-Dur hier in der ersten Umkehrung mit einem D, F und B mit deinem fünften, dritten und ersten Finger. Wie halten wir die Akkorde jetzt? Wenn wir hier nochmal in Takt 1 beginnen, dann schlägst du dieses F-Moll an. Schau mal hier. 1, 2, 3, 4 und hältst es nochmal. 1, 2, 3, 4 Schläge, ja, über zwei Takte. Danach geht es auf das C-Moll und 1, 2, 3, 4 nochmal. 1, 2, 3, 4 dann aufs S. 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4 und dann auf ein B-Dur, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Soweit mal die Akkorde, die sich natürlich durch das ganze Stück durchziehen, das heißt, die kannst du schon mal. Lass uns direkt weitermachen mit der rechten Hand. Und zwar positionierst du deinen dritten Finger auf den Ton F hier und dann hast du ein F, F, S, F, G, C, S, dann F, F, S, F, G, C, S. Du siehst, der dritte und vierte Takt ist genau gleich wie der erste und zweite Takt. Ja? Einmal die Zeile noch zusammen und F, F, S, F, G, C, S, F, F, S, F, G, C, S. Wunderbar. Und das Ganze jetzt mit deiner linken Hand zusammengespielt mit den Akkorden von eben. Langsam. Und F, F, S, F, G, C, S, F, F, S, F, G, C, S. Super. Dann geht's weiter in Takt 5 mit deiner rechten Hand und zwar deinem fünften Finger hier oben auf dem B. Also B, G mit dem dritten, F mit dem zweiten und S mit dem ersten. Und dann wieder hoch. B, G, F, S, F. Ja, bis dahin einfach diese drei Takte noch einmal vom B und B, G, F, S, B, G, F, S, F. Ist klar. Mit links zusammengespielt. Denk an dein S-Dur in der linken Hand. Und dann geht's los. Und B, G, F, S, B, G, F, S, F. Und dann kommt das B hier in der linken Hand nach. Du siehst, das F ist ja übergebunden. Ja, F. Und dann kommt links der Akkord nachgespielt. Alles klar. Soweit zum Intro. Das Intro ist ja auch gleichzeitig dieses Interlude, was immer mal im Stück auftaucht. Das heißt, das Ganze kannst du schon mal begleiten. Sehr gut. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Strophe, check doch mal in der Videobeschreibung meinen kostenlosen Pop-Piano-Crashkurs aus, wenn du Bock hast, Klavier zu lernen, das ambitioniert anzugehen, dann würde ich mich freuen, dich dort zu sehen. Bevor wir in die Erarbeitung gehen, spiele ich dir die Strophe natürlich auch einmal vor. Die klingt folgendermaßen. Schau her.
soweit das Ganze. Und zwar, du hast gesehen, die Akkorde, die bleiben wieder komplett gleich in deiner linken Hand. Das heißt, wir starten mit der rechten Hand in Takt 8 bei diesem Auftakt, diese 4 Achtel. Und zwar beginnst du mit deinem dritten Finger auf C und spielst dann abwechselnd deinen zweiten, dritten und zweiten Finger. Also C, B, C, B, okay. Und dann geht es in Takt 9 weiter mit einem C. Ja, das bleibt zwei Schläge liegen. Dann ist Pause, nochmal Pause, zwei Schläge. Und dann geht es wieder mit einem C, B, C, B los. Und dann hoch mit deinem fünften zum S. Und B, B, C, G. Alles klar? Wieder Pause. Und dann kommt wieder dieser Auftakt C, B, C, B. Alles klar? Das Ganze spielen wir nochmal in der rechten Hand von Takt 8, von dem Auftakt. Los geht das Ganze. Und C, B, C, B, C. 3, 4, 1, 2. C, B, C, B, S, B, B, C, G. 1, 2. C, B, C, B. Gut, wir nehmen die linke Hand mit dazu und um dem Ganzen rhythmisch so einen Drive zu geben, schlage ich vor, dass wir das Ganze halbtaktig spielen. Das heißt, du lässt jetzt nicht den Akkord liegen für vier Schläge oder länger, sondern du spielst 1, 2 und auf 3, 4 nochmal angeschlagen, dann wieder auf 1, 2 und wieder auf 3. Jetzt mit C mal 2 und wieder 3, 4 und nochmal 1, 2, 3, 4. Super, mit der rechten Hand zusammengespielt klingt das folgendermaßen. Wir beginnen mit dem Auftakt in Takt 8. Achtung. C, B, C, B, C. 3, 4 und nochmal links. 1, 2, wieder zusammen. C, B, C, B, S. B, B, C, G, 1, 2, C, B, C, B, soweit. Und in Takt 11 hast du gesehen, hier bei diesem S, B, B spiele ich, dann kommt links nochmal nach und dann geht es erst rechts mit der Melodie, mit dem C und dem G weiter. Also S, B, B, C, G, ja, und so weiter. Alles klar. In Takt 13 machen wir weiter mit deiner rechten Hand und zwar dein fünfter Finger auf S, B, B, C, G, 1, 2 und dann setzt du deinen dritten Finger auf das B hier, B, C, G, F, okay? Pause und dann nochmal 1, 2, B, C, B, C, B. Ja, das ist alles. Nochmal ab Takt 13 und S, B, B, C, G, 1, 2, B, C, G, F, 3, 4, 1, 2, B, C, B, C, B. Das ist alles für die Zeile. Mit links wieder halbtaktig die Akkorde gespielt, geht das folgendermaßen. Achtung! Und S, B, B, C, G, 1, 2 und dann B, C, G, F, 3, 4, 1, 2, B, C, B, C, B. Ja? Und dann kommen wir in Takt 17 raus mit deinem dritten Finger auf C, ja, für zwei Schläge. Und dann ist Pause und dann hast du 1, 2, C, B, C, B, S, B, B, C, G, 1, 2, C, B, C, B. Ja? Von Takt 17 mit links gespielt klingt das dann folgendermaßen und C, 3, 4, 1, 2, C, B, C, B, S, B, B, C, G, 1, 2, C, B, C, B. Wunderbar. Und dann geht's wieder hoch in Takt 21 zum S, B, B, C, G, 1,
sondern dritte Finger. B, C, G, F. Wunderbar. Diese drei Takte kriegen wir auch noch hin. Links ein S-Dur, rechts mit S angefangen. Halbtaktig zusammen. Und S, B, B, C, G. 1, 2. B, C, G, F. Soweit das Ganze zur Strophe. Du siehst, das ist auch halb so wild. Denk daran, deine linke Hand halbtaktig zu spielen. Wenn du das noch nicht hinkriegst, dann spielst du das Ganze natürlich ganz taktig, lässt deine Akkorde einfach liegen und zu gegebener Zeit kannst du ja immer noch das Pattern anpassen und ändern. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Songs du von The Weeknd auch noch super cool findest. Vielleicht mache ich ja bei Gelegenheit einfach noch ein Tutorial dazu. Lass uns direkt weitermachen mit dem Pre-Chorus. Ich spiele dir das Ganze einmal vor. Achtung und... Los geht's. Wir steigen ein in Takt 25. Die linke Hand, kann ich dir direkt schon sagen, bleibt halbtaktig mit den bekannten Akkorden, die du kennst. Das heißt, wir steigen erstmal mit der rechten Hand ein und schauen, was wir dort haben. Wir haben also einen Schlag Pause auf der 1 und dann beginnen wir auf der 2 mit einem C, S, F, G, C, S, F und dann C, C, S, F, G, C, S, F. Wunderbar. Noch einmal. 1, C, S, F, G, C, S, F, C, C, S, F, G, C, S, F. Das heißt, wenn wir jetzt die linke Hand mit dazu nehmen, spielt die natürlich auf die 1 und ich steige auf 2 ein. Wirklich mal langsam, damit du genau siehst, wo ich meine linke Hand hinsetze. Ja? Immer auf 1 und 3 gespielt. Achtung. Und 1, C, S, F, G, C, S, F, C, C, S, F, G, C, S, F, soweit. Das ist meistens immer dazwischen. Ich spiele erst rechts an, dann kommt links nach. Einmal machen wir das noch zusammen. Schau genau hin. Also, 1, C, S, F, G, C, S, F, C, C, S, F, G, C, S, F. Wunderbar. Und dann geht's in Takt 29 auf Seite 2 runter zum B, C, S, F, G, C, S, F, D, D. Pause. C, Pause, Daumen aufs B. Hoch zur Oktave mit deinem fünften Finger und dann landest du mit deinem zweiten Finger auf dem S. Das ist die rechte Hand. Im zweiten Teil des Pre-Chorus einmal nochmal. Vom B und B, C, S, F, G, C, S, F, D, D, 2, 3, 4, B, B, S. Super, nehmen wir die linke Hand mit dazu, jetzt mit einem S-Dur, auch hier halbtaktig gespielt, langsam und B, C, S, F, G, C, S, F, D, D. Und dann siehst du, N, C steht dort drüber, das heißt No Chord. Das heißt, deine linke Hand lässt du einfach los und spielst in der rechten Hand, wie wir es gerade schon gespielt haben, einfach allein, also einstimmig D, C und dann B, B, S. Das ist alles. Einmal noch die linke Hand dazu genommen. Achtung, on. B, C, S, F, G, C, S, F, D, D, C, B, B, S. Wenn
dir dieser erste Teil gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier. Und wenn du jetzt sagst, du hast Bock bekommen auf mehr, dann schau doch mal hier oben bei meiner Pop-Piano-Tutorials-Playlist. Und hier unten findest du natürlich auch den zweiten Teil von Blinding Lights. Ich würde mich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.